Und damit herzlich willkommen zum Pre-Patch von WoW Legion. Mein Name ist Mr. CVG und heute wird es wahrscheinlich die letzte Folge vom Pre-Patch werden, denn es ist die letzte Stufe vom Pre-Patch angebrochen. Ich habe sie auch schon mit einem anderen Charakter gespielt, also das wird nicht so lange dauern, deswegen wird es auch die letzte Folge sein. Aber bevor wir dort hingehen zur letzten Stufe, möchte ich euch gerne zeigen, was ich euch in der letzten Folge gezeigt habe, was man von diesen Untergangsverkündern bekommt, wenn man dann dementsprechend viel Luck hat. Und zwar bekommt ihr dieses wunderschöne Spielzeug, das hat echt einige Versuche gebraucht, um das zu bekommen, den Taschenteufelskondensator. Und jetzt fragt ihr euch, was kann das Ding? Bam! Erstmal Fell Energy auf dem Boden gesprayt. Ja, das hält ein paar Sekunden und dann verschwindet das wieder. Aber wichtig ist es wirklich, dass ihr das in der Pre-Patch-Phase macht, denn ihr werdet es nicht woanders bekommen. Vielleicht irgendwann in 2-3 Jahren, so wie es der Fall war mit den Draenor Pre-Quest Spielzeugen, aber jetzt erstmal da nicht. Also holt es euch guckt es euch nochmal an, wie man das macht in der letzten Folge. Ganz am Ende habe ich es gezeigt. Wollte ich noch sonst irgendwas sagen? Nee, ich glaube nicht. Ich habe jetzt nochmal wieder auf Destro umgespeckt, also Zerstörung, weil ich der Meinung bin, dass ich damit dann zum Start von Legion am besten fahren werde und dann auch dementsprechend gut raiden und in Dungeon gehen kann. Wir gucken uns jetzt die letzte Quest an für den Pre-Patch und dann kann ich euch, glaube ich, noch ein bisschen was sagen, wenn ich es nicht vergessen habe. So. Stadt unter Belagerung. Katkas Stimme ertönt erneut aus den Elementar. Es war ein bedeutender Sieg, dass ihr die Informationen über die Säulen der Schöpfung erlangen konntet, bevor die Legion uns aufhalten konnte. Es wird zwar jene, die an der verheerten Küste gefallen sind, nicht zurückbringen, aber es wird helfen, sie zu rächen. Die Angriffe der Legion konzentrieren sich jetzt auf Dalaran. Wir brauchen euch hier nun dringender als je zuvor. Wenn die Dämonen so versessen darauf sind, Dalaran zu erobern, bedeutet dies, dass die Stadt im Kampf um Essos eine entscheidende Rolle spielt. Dalaran wird belagert. Die Legion versucht, uns vom Himmel zu holen. Wir brauchen die Säulen der Schöpfung, um die Dämonen in den wirbelnden Nether zurückzudrängen und unsere Welt zu retten. Wir treffen uns in Dalaran, über dem Gebirgspass der Totenwinde. Ich habe einen Plan. Er ist absurd riskant. Aber es ist ein Plan. Einfach nichts tun, ist der Plan wahrscheinlich. Nee, ich denke schon, dass er einen Plan hat, aber... Es ist ein Plan. So, okay. Nach Dalaran wollen wir. Da gibt es jetzt das schöne Portal, was uns direkt nach Dalaran teleportiert, was ich sehr geil finde. Und das befindet sich immer noch über Karasan. Finde ich eigentlich ganz cool. Ja, hier dauert es ein bisschen, bis die Texturen wieder geladen werden. Das ist ein bisschen dumm, aber... Das ist ja halt auch auf einem anderen Kontinent, deswegen braucht der zum Laden der Welt halt auch ein bisschen länger. So, wir sehen im Moment nur unser Pferd. Yeah. Ne, wir warten noch einen Moment. Es kann auch ein Weilchen dauern, bis das hier alles komplett geladen hat. Ja, Dalaran wird belagert, wie es aussieht. Hier sind die ganzen Dämonen. Ja, haben wir ja schon vorher gesehen, dass da teilweise ein paar Dämonen waren. Und jetzt kommen sie natürlich nochmal. Oder sind immer noch da. Hier oben sind die Raumschiffe von den Dämonen. Oder eins davon. Ich kann es euch ja mal zeigen. Bisschen lame finde ich das. Wenn ihr zu den Raumschiffen fliegt. Man hat erst gedacht, oh geil, wie groß die sind und so weiter. Ich würde euch jetzt die Illusion nicht unbedingt zerstören, aber guckt euch mal an, was passiert, wenn wir zu den Raumschiffen hinfliegen. Sie sehen gar nicht mehr so groß aus und wir können durch. Yay! Ja, das ist halt so ein bisschen
komisch, aber ich glaube, das konnten sie nicht anders auf die Schnelle machen, dass das irgendwie feste Masse ist oder sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir wollen nach Dalaran und zu Khadka. Was hat er denn uns für spannende Sachen zu erzählen? Ich bin froh, dass wir beide in ein Stück aus Ich bin froh, dass wir beide es in ein Stück aus Karasan herausgeschafft haben. Ach so. Für die Quest brauchen wir den die Verdammniswache nicht. So. Uldan und die Legion müssen aufgehalten werden. Stadt unter Belagerung. Wir haben die Verteidigung von Karasan zwar gut, so gut ich konnte, verstärkt, aber die ich bezweifle trotzdem, dass sie halten wird. Und es gibt noch andere Dinge, um die wir uns kümmern müssen. Gul'dan hat seine Höhlenhunde auf Dalaran losgelassen. Es wird diese Stadt, er will diese Stadt auslöschen. Aber das werden wir nicht zulassen. Ich glaube, dass Dalaran in unserem Kampf gegen die Legion eine entscheidende Rolle einnehmen wird. Als neutraler Boden, auf dem die Helden aller Königreiche sich gegen den gemeinsamen Feind zusammenschließen können. Machen wir uns also an die Arbeit, Red Candy. Anormale Anomalien. Dalaran. Dalaran hierher zu bewegen, sollte nur eine vorübergehende Maßnahme sein. Aber wir müssen vielleicht früher als erwartet weiterziehen. Das Teleportieren einer Stadt durch die Welt ist keine einfache Sache. Was glaube ich dir? Oder keine einfache Aufgabe. Die Menge der dafür erforderlichen Energie kann zu unerwarteten Nebenwirkungen führen. Die Arkanomalien in der Stadt sorgen für Störungen. Allein das könnte den Erfolg einer weiteren Teleportation gefährden. Wir können nicht warten, bis sie sich von selbst auflösen können. Ich habe hier ein Gerät, mit dem ihr diese Aufgabe etwas beschleunigen könnt. Ja. Ohne euch wird Azeroth Anomalien neutralisieren. Das geht eigentlich ganz schnell. Und zwar sind es an der Zahl 4. Und das sind hier diese lilanen Was ist das genau? Gas, lilanes Gas, arkane Macht, irgendwie sowas in der Richtung. Ob ich den, ach keine Ahnung. Hier ist noch eine drinne oder war? Ja, genau. Bam. Man sieht das auch auf der Karte, aber ich glaube, es sind nicht alle. Sind nicht alle Anomalien wirklich anwählbar? Hier, guck mal, die. Ah, doch, hier kann ich wählen, aber. Aber ich kann das nicht machen. Instabile Energie. Wir müssen nämlich instabile Anomalien auslöschen. Und. Hier war auch noch eine. Über uns. Ach, da. Eine stabile Anomalie. Das ist ein Unterschied. Habe ich auch zum Anfang erst nicht gecheckt, warum er die nicht genommen hat, aber die haben einen komplett anderen Namen, deswegen. So, und der letzte, wo war denn der? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht gerade. Ach, hier. Ja, hier ist es ein bisschen voll, deswegen leckt das hier ein kleines bisschen. Also läuft nicht hundertprozentig flüssig. Die ganzen Dämonen und ganzen Spieler hier lassen das Gebiet ein bisschen ruckeln. Und ja, damit haben wir die Aufgabe erledigt. Die Stadt ist noch nicht belebt. Ich freue mich richtig, hier endlich wieder shoppen zu gehen und so weiter. Es ist Dalaran war für mich eine richtig geile Stadt. Und es ist echt schön, dass man die in Legion halt wieder trifft. So. Da sind wir. Und der Zirkel hat sich, wie es aussieht, schon versammelt. Die Kirin-Tour. So. Machen wir
machen wir mal irgendwie ein Foto oder sowas in der Richtung. Ich weiß nicht genau, was man da jetzt guten Thumbnail verwenden Wissen könnte. Wissen ist Macht. So. Entscheidend ist, es weise einzusetzen. Gute Arbeit. Es werden immer noch ein paar versprengte Anomalien vorhanden sein, aber durch euren Eingriff sollten wir jetzt nicht mehr davon abgehalten werden, die Stadt zu bewegen. So, Dichter und Denker. Wir haben uns den in Karasan gefundenen Folianten noch einmal angesehen, obwohl wir Verweise auf die Säulen der Schöpfung entdeckt haben. Fehlt eine Schlüsselinformation in dem Buch, wo die Artefakte zu finden sind. Glücklicherweise können wir auf einen Experten auf diesem Gebiet zurückgreifen. Der Verfasser Aludi war der erste Wächter von Tirius Fall. Sein Geist ist für alle Zeiten an die Schmiede des Wächters gebunden, die zur sicheren Aufbewahrung von uns versteckt wurde. Ich glaube, es ist an der Zeit, ihn anzurufen. Hallo, Mr. Jumon. Ihr seid unsere letzte, unsere größte Hoffnung. Mal gucken, ob ich das alles schaffe zu lesen. Es ist, diese Folge wird eine Menge Lesarbeit. Ansonsten macht einfach Pause und lest euch das selber durch, wenn ihr meine Stimmen da nicht hören wollt. Ihr geht voran. Wir folgen. Ich rufe den Geist des ersten Wächters. Seid gegrüßt, Aloy. Ich bin Katka, Erzmeiger von Kirin. Ich kenne euch. Der Schüler, der den Mantel ablehnte, den ich zuerst trug. Was wollt ihr von mir? Die brennende Lungen ist zurückgekehrt. Um sie aufzuhalten, haben wir die Bibliothek Hasan durchsucht und einen Folianten gefunden, den ihr geschrieben habt. Bemerkenswerte Antiquitäten aus den alten Essaros. Wir sind auf der Suche nach 5 uralten Artefakten namens Säulen der Schöpfung. Ihr habt in eurem Werk nicht angegeben, wo genau man sie finden kann. Natürlich nicht. Die Säulen stehen für urtümliche Mächte. Selbst als Wächter habe ich mich nicht getraut, sie leichtfertig einzudingsen. Wir müssen diese Artefakte unbedingt finden. Nur die Säulen sind in der Lage, das Legionspokal an dem Grabmal zu versiegeln. Also gut, meine Forschungen haben mich auf die verheerten Inseln geführt. Ich habe zwar ihren genauen Standort nie ermitteln können, aber ich glaube, die Säulen werden von den Bewohnern des uralten Landes verwahrt. Dann wissen wir zumindest, wo wir anfangen können. Wir werden jede Quadratzentimeter der verhellten Inseln absuchen, wenn wir es können. Ihr müsst sie so schnell wie möglich finden. Ja, das war's. Was hat er da noch gesagt? Ihr müsst sie so schnell wie möglich finden. In den Händen der Legion können die Säulen der Schöpfung unvergessliche Vernichtung über unsere Welt bringen. Viel Glück. Ja. Und Katja, was hast du noch zu sagen? Champion. Dichter und Denker. Wir kennen zwar nicht den genauen Ort, an dem sich die Säulen der Schöpfung befinden, aber immerhin wissen wir, wo wir anfangen können. Wir werden jeden Winkel der verehrten Insel erkunden, bis wir sie gefunden haben. Die Legion intensiviert ihren Angriff. Wir müssen uns darauf vorbereiten, Dalaran zu den verheerten Inseln zu verlegen. Vertraut auf euch selbst, Champion. Ja, oder? Sind wir wieder in einer anderen Zone. Jetzt machen sie die Vorbereitung für den Teleport nach den verheerten Inseln. Ich weiß gar nicht genau, wo Dalaran denn stehen wird. Wir können uns ja noch mal ganz kurz die Karte angucken. Da ist nämlich ja schon... Da sind ja schon die verheerten Inseln drauf. Ja, hier wird Dalaran wahrscheinlich sein. Ein bisschen abseits. Ich habe fast gedacht, die Dalaran liegt ein bisschen zentral. Aber wie es aussieht, nicht so ganz. Ja, das werden wir dann aber erst am 30. bzw. am 31. August sehen.
Das ist nicht mehr weit, also sind nur noch wenige Tage bis dorthin und ich freue mich richtig drauf. Das Coole an der Sache ist, ja, für alle, die es nicht wissen, ihr könnt überall anfangen zu leveln, wo ihr wollt, denn es gibt so eine Art Level mit Leveln der Gegner. Also wenn ihr hier mit 101 reingeht, sind die Gegner auch 101 oder 102. Wenn ihr hier reingeht mit 106, dann sind die Gegner auch 106. Es kann höchstens so mal ein Levelunterschied sein, je nachdem, wie schwer die Gegner halt sein sollen wahrscheinlich. Ja, und das wird extrem geil werden. Ich freue mich drauf. Katka hoffentlich auch. Es liegt der wird, viel vor uns. Sich jetzt noch vorbereiten, daran zu teleportieren. Und ich werde mich jetzt vorbereiten, dann irgendwann Legion aufzunehmen. Wie gesagt, das war die letzte Folge von dem Pre-Quest-Event. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Könnt ihr mir gerne einen Daumen da lassen. Ich kann euch wenn ihr noch in der Pre-Quest-Phase seid, kann ich euch noch so ein paar Tipps geben. Und zwar lohnt es sich wirklich für alle die noch kein Level 100 Char haben oder die unbedingt Twinks leveln wollen, unbedingt die Invasion hier zu machen. Ihr kriegt da extrem viel Erfahrung, wirklich extrem viel. Ich habe zwei Level 90er innerhalb von einem Tag auf 100 gebracht, was ihr normalerweise wahrscheinlich in einer Woche braucht, wenn ihr normal questet oder so auf Draenor oder so, ne? Und hier hat man das innerhalb von einem Tag mit zwei Charakteren auf 100 geschafft. Also ich kann es euch nur raten, noch das Pre-Event auszunutzen, wie ihr so gut ihr könnt. Außerdem kriegt ihr ja noch brauchbare Items. Die Fährteninseln. The Broken Island wartet auf uns dann beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Wie gesagt, Daumen hoch nicht vergessen. Und ich wünsche euch dann viel Spaß in Legion. Wir sehen uns dann auch dort. Ciao!